heute Tag. Also die letzten Monate für mich, die sind also eigentlich eine Katastrophe gewesen und dennoch ganz eine reiche Geschichte. Ich durfte vieles erkennen. Vor allem Sachen, die ich auch noch nicht gewusst habe, oder? Und das ist für mich immer ein Geschenk. Ja. Nur wenn ich kann erkennen, kann ich nachher noch weiteres erkennen. Weil hast du das noch nicht erkannt, hast du eine Blockade. Und meine Art, von Blockaden zu lösen, ist, sie zu lösen. Ich hatte einen extremen Widerspruch in den letzten paar Monaten wieder. Und ich möchte es nur mal hier ins Thema reinbringen. Weil das beschäftigt mich gegenwärtig ganz enorm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber unwohl, weil es selber so ist. Nein, das beschäftigt mich eben genau darum, weil es nicht so ist, wie es gesagt wird. Weil es ist egal, aus welcher Schicht, aus welcher Szene, dass irgendwas kommt, wenn es nicht passt für dich. Es ist ganz egal, ob das Spirituelle sind oder ob das Linkshirner sind oder, also ich meine, linke Hirnhälfte. Es ist egal. Ich habe schon ein paar Mal klar gemacht, dass ich zwar ein deutlicher Typ bin, und wenn etwas scheiße ist, das auch als scheiße benennen, dass ich das auch mache. Und dass ich das auch ein Ausdruck von Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit sehe. Und ja, klar. Ich urteile. Nicht verurteilen, aber urteilen tue ich. Ich habe einen Charakter, ich habe Gefühle, ich habe eine Ethik. Und ich weiss ein bisschen, mit was das was gemacht wird. Und dann weiss ich, dass bestimmte Menschen, die mir namentlich bekannt sind, wirklich Dinge machen, nicht nur mit einer Absicht, sondern schon mit Wirkungen, von grässlichster Art, die sich mit meinem Charakter, mit meinem Empfinden, mit meiner Ethik überhaupt nicht mehr vereinbaren lassen. Und ich sehe, dass da nicht nur ein paar oder ein paar hundert oder ein paar tausend bedroht sind, sondern gerade Milliarden. Milliarden Menschen. Und sich dann aufregen wollen, dass einen ankommt und deutlich darauf hinzeigt, mit dem Finger, und dann noch die Typen eben gerade die, als die Psychopathen nennt, wo sie ja sind. Also, hallo? Ja, man muss am Mensch, das ist heutige Devise, man muss am Mensch ganz lieb auf die Backe streicheln und sagen, du, es ist im Fall anders, als du meinst. Nein, liebe Leute, I'm sorry. Ich kann es auch ganz ruhig sagen. Ich kann es auch mit einem gelassenen Emotionalkörper euch mitteilen. Ich brauche einen Klapf an die Ohren, eine Ohrfeige. Das macht man nämlich bei Menschen, die unter Schock stehen, wenn sie nicht mehr zurückkommen. Wir sind eigentlich schon in diesem Level. Wir sind derart verblendet, über den Tisch gezogen worden, reingetriggert worden. Und die allermeisten, es sind
Über 90%. Es sind über 90%. Wie der ÖV. Also ich rede jetzt von der ÖV. Wo der Maulkorb anlegen. Und es sind von diesen über 90%, sind, ich würde sagen, ja, je nach Tag, bis über 50% mit krebsrotem Gesicht. Unter der Maske. Und I'm sorry, das berührt mich ganz tief. Wenn ich weiss, dass es Menschen gibt, die Dinge veranlassen, die andere Menschen derart in eine Not bringen, dann macht mich das wirklich sauer. Und dass man das nicht vermitteln kann. Also, I'm so sorry, dass man das nicht vermitteln kann, das ist irgendwie ein bisschen schändlich, finde ich. Ich bin jetzt nicht abgegriffen. Ich kann jetzt will das Teil ein bisschen beschreiben. Es geht um die Lichtkrieger, Lichtarbeiter, spirituelle Menschen. Es geht einmal um die. Es geht auch um die, die immer reden, ja, man muss eben noch mal das Herz brauchen. Und dann geht es auch an die, die meinen, Liebe sind irgendwie einfach so. Ein Raum voll schöner Kerzen und Blümchen und Herzchen. Nein. Liebe kann dir eben einmal die Ohrfeige geben, wenn du sie brauchst. Das ist schon möglich. Und passiert mehr, als man meint. Man kennt es leider nicht so. Als Mensch, warum nicht? Wenn man so fixiert ist, überfüllt ist, reizüberflutet ist, so läuft es. Und darum, aus diesem Grund, lasst ihr machen, was mit euch passiert. Ihr habt euch jetzt in den letzten Tagen komplett ausgeliefert. Und ihr habt bewiesen und belegt, für sie ist es schon klar, es funktioniert. Wir haben sie voll am Hals. Oder der Dreier. Und das haben sie jetzt. Ja, ich denke nicht, dass das mit der Resolution noch verhindert werden kann. Ich denke, es ist da zu spät, wenn so viele Leute da mitmachen. Wir haben da keine große Chance. Es ist gelaufen jetzt, glaube ich. Und es wird für Leute wie mich, und da hat es jetzt ein paar Hunderte in der Schweiz und einige, die wirklich, die haben wirklich Zahlen, kann man sagen, den Zuschauer ist zwar für die Wirkung eigentlich auch nicht wahnsinnig, aber es gibt schon, zusammengerechnet ist das schon etwas, wo man kann sagen, es gibt einen Widerstand. Und der ist gut. Der ist sehr gut. Ja. Der ist klein, aber der ist sehr gut. Es ist alles gut. Sogar wenn es scheiße ist. Weil nichts anderes kann sein. Weil alles ist eine Folge von Ursache und Wirkung. Und wenn wir uns nicht mehr befähigt sehen, nach der Ursache zu forschen und die seriös anzuschauen, was dann wirklich da im Hintergrund ist und auch anschauen, was dann daraus gemacht worden ist. Wenn wir das wirklich machen, dann sind wir ehrlich zu uns selber. Und wenn man sich die ganze Zeit und den ganzen Tag und jede Zeit muss selber verleugnen, ich denke jetzt gerade mal an die Pendler, die längere Strecken haben. Gute Nacht. Ich denke, wir sind in diesem Jahr, und darum habe ich das auch in die Welt gerufen,
Mul auf 2020. Mul auf 2020. Erwachend in euch selber und nicht in dem ganzen Konstrukt. Wir haben das Jahr, wo wir jetzt alles verlieren. Alles. Und das wird riesige, für uns alle wahrnehmbare, auch für die, die es jetzt noch nicht wissen wollen, Spuren und Wirkungen haben und Spuren hinterlassen. Das ist keine Prophezeiung. Ich prophezeie nichts. Ich sehe das so voraus. Und das ist eigentlich. Das könnte jeder einigermaßen fähige Mathematiker könnte das zum Beispiel auch bestätigen. Das kann man sogar ausrechnen. Ist verrückt. Und für mich ist das ein grosser Schock, dass so ein grosser Teil von der Bevölkerung hier mitmacht bei diesem grässlichen Spiel. Das ist wirklich ein Schock für mich, das muss ich sagen. Ich kann mit dem umgehen. Das können andere wahrscheinlich nicht so gut. Also ich denke jetzt da zum Beispiel auch an Suizidraten, die es jetzt hier wieder gegeben hat. Ja, es hat auf allen Schienen hat's einfach Wirkungen, das Verbrechen. Und die Gutgläubigkeit, die bleibt weiterhin bestehen. Und man sieht den Bundesrat als Retter in der Not. Was er gar nicht ist, er ist Täter, er ist kriminell, er ist hinterlistig. Es ist grusig. Und es sind auch da wieder Psychopathen am Werk. Kurz zwischendurch. Ich will das einfach für mich da vermerkt haben, dass es einmal klar ist. Es gibt Menschen, es gibt sogar Menschen aus meinem nächsten Umkreis, auch, die unterstellen mir, ich sehe irgend so etwas wie ein Märterer oder ich will so etwas sein. Und da muss ich jetzt einfach mal ein bisschen deutlich werden. Ich lebe viel zu gern, dass ich irgendwelche Avancen hätte in so eine Richtung wollen sein. Hey, danke. Es ist einfach mal bitte zur Kenntnis zu nehmen. Ich bin nicht das, was von mir einfach von irgendwem behauptet wird. Das bin ich nicht. Ich bin oft ein Spielverderber. Das weiss ich. Ganz bewusst. Dass man eben noch nicht richtig gut spielen kann. Es ist lästig, irgendwie in Schubladen gesteckt zu werden. Das ist sehr lästig. Es gibt sicher einige unter euch, die das auch kennen. Ja, und wenn man öffentlich halt ist, dann muss man mit dem irgendwie ein bisschen leben können. Aber es gibt dann eben gleich solche Dinge, die dann einfach über Grenzen gehen. Und dann muss man dann halt Stopp rufen. Und ich sage jetzt das hier einfach mal ganz allgemein. Und einfach so mal zwischendurch. Alles gut. Also, wie gesagt, ist alles gut. Und möglicherweise finden wir ja alle den Weg wieder, den, wo es wirklich ums Leben geht. Also ich habe es jetzt zum Beispiel so eingerichtet mit der ÖV, ich gehe ohne Maske, ich lege keine Maske an, ganz sicher nicht. Und ich kann ganz sicher, ich lasse mich nicht so weit an, das mache ich nicht.
Das mache ich nicht, das muss ich nicht. Ich habe meine eigene Souveränität. Und ich verteidige die ganz bestimmt. Und wenn es nicht einmal nicht geht, dann steige ich zum Zug aus. Wenn ich muss, gehe ich nicht weiter als eine Haltestelle. Ich habe da zwei Möglichkeiten, Herisau und Tegesheim. Was wollen sie denn machen, wenn sie dich aus dem Zug stellen? Wenn du eh nur eine Haltestelle hast. Also, ja. Einfach cool bleiben. Und dabei gleich deutlich. Ja, ich werde jetzt mir erlauben, heute auf Tegesheim zu fahren. Was ich aber jetzt eigentlich noch anhängen wollte, ist ein Netzfund. Den möchte ich gerne vorlesen. Ich möchte gerne, dass das gewusst wird. Den habe ich jetzt kopiert und er kommt aus der Klinik Helios aus Duisburg. Hallo Leute, ich möchte euch erzählen, was mir vor einigen Tagen in der Klinik passiert ist. Ich wurde mit starken Rückenschmerzen, Rheumaschub, geschlossen, eingeliefert. Nach einem CT teilte man mir mit, es gäbe Auffälligkeiten an der Lunge, die auf Covid-19 hindeuten. Deswegen würde ein Abstrich gemacht werden. Ich wurde dann auf ein Isolationszimmer gebracht, das ich natürlich auch nicht verlassen durfte. Am nächsten Tag, gegen späten Nachmittag, kam der Rheumatologe und sagte, mein Ergebnis wäre positiv und ich würde jetzt auf die Covid-19-Station verlegt. Dort angekommen, bat ich um einen Ausdruck des Ergebnisses, damit sich mein Mann und meine Kinder, eines davon lungenkrank, seit Geburt, geschlossen, schnellstmöglich testen lassen können. Die Schwester guckt in den Computer und sagt, sie könne das Ergebnis nicht ausdrucken, da es noch gar nicht vorhanden ist. Daraufhin sollte ich mit meiner nachweislich infizierten Patientin auf ein Zimmer gelegt werden. Als ich mich weigerte, versuchte man mich zu überreden und unter Druck zu setzen. Nach langer Diskussion wurde ich in ein Einzelzimmer gebracht, ebenfalls auf der Covid-19-Station, geschlossen, welches komplett verdreckt gewesen ist, unter anderem Blut auf dem Boden, geschlossen. Als ich mich wieder zur Wehr setzte, wurde ich auf mein altes Zimmer verlegt. Am nächsten Tag kam die Oberschwester der Covid-19-Station und teilte mir sehr erbost mit, dass sie meinen Aufstand auf höchster Ebene zum Eskalieren und mich zum Schweigen bringen wird. Nach dieser Drohung bestand ich auf meine Papiere und darauf, die Klinik zu verlassen. Ebenfalls drohte ich mit einer Beschwerde an die Ärztekammer, Mitteilung an die Presse sowie eine Klage gegen die Klinik, dies habe ich in der Zwischenzeit auch alles getan, geschlossen. Darauf hatte ich die plötzliche Wunderheilung. Der Chefarzt der Klinik kam keine 5 Minuten nach meiner Forderung in mein Zimmer und teilte mir mit, dass sämtliche Ergebnisse der Covid-19-Testung negativ seien und auch auf der Lunge keinerlei Auffälligkeiten mehr vorhanden wären. Damit wäre ich nicht mehr ansteckend und er mich somit sofort entlassen könnte oder können. Naja, bildet euch eure eigene Meinung. Bildet sie euch mal. Ich wünsche euch gute Tage. Bleib gesund. In der Nacht, wenn's dunkel, dann gehst du, mein Kind, in ein besonderes Land.
Walli Freunde sind Bären und Katzen, Leue und Spatzen und der kleine Elefant. Die sind alle in dem Land. Sonne, Mond und Sterne leuchten dir den Weg. Am Morgen, wenn's der hell wird, bin ich immer noch bei dir. In der Nacht, wenn's dunkel wird, entgangst du mein Kind in ein Zauberland, wo lauter Träumer sind, Mädli und Buben, wo alle den Ruben, ein Geist und ein Schaf, sie haben dort im Schlaf.